Immer mehr Wallboxen sind OCPP-konform. Aber was verbirgt sich hinter diesem Begriff und welche Vorteile bietet eine Wallbox mit OCPP? Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und bevor wir starten, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren oder die Glocke zu aktivieren, damit du auch immer die neuesten Videos zu sehen bekommst. OCPP steht für Open Charge Point Protocol und ist ein universeller Kommunikationsstandard. Dieser ermöglicht es, deiner Wallbox mit einem zentralen Backend- und Management-System zu kommunizieren. Eine Wallbox mit OCPP hat vier wesentliche Vorteile. Vorteil Nummer 1. Du bist flexibel und unabhängiger. Hast du eine Wallbox mit OCPP, bist du an keinen Hersteller eines Backend-Systems gebunden. Stell dir mal vor, du hast eine Wallbox ohne OCPP. Dein Softwareanbieter stellt plötzlich seine Aktivitäten ein und kann dir nicht mehr die von dir benötigten Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Was machst du dann? Oder stell dir vor, dein Anbieter hebt seine Preise plötzlich an. Bei einer Wallbox ohne OCPP bist du gebunden. Hast du nun eine Wallbox mit OCPP, kannst du im Grunde ganz einfach zu einem anderen Anbieter wechseln. Denn mit diesem zentralen Kommunikationsstandard bist du an keinen Softwareanbieter gebunden. Vorteil Nummer 2. Wallboxen mit OCPP ermöglichen Unternehmen eine zentrale Steuerung und Kommunikation. Hast du zwei oder mehrere Wallboxen mit OCPP, können die Ladestationen über das Backend- und Management-System unabhängig von Hard- und Softwareherstellern miteinander kommunizieren und gleichzeitig gesteuert werden. Das ist besonders für Unternehmen sehr spannend. Hast du nämlich eine ganze Flotte von Wallboxen, kannst du mit diesem Open-Source-Protokoll deine Flotte an Wallboxen überwachen, Ladevorgänge steuern, also zum Beispiel das Lastmanagement für unterschiedlichste Marken von Ladestationen aktivieren oder beispielsweise Ladevorgänge über OCPP starten und stoppen, die Kundenidentifikation verwalten und die Rechnungsstellung abwickeln. Vorteil Nummer 3. OCPP-konforme Wallboxen sind oft Voraussetzung für eine Förderung. Die österreichische E-Mobilitätsförderung 2023 ist ein gutes Beispiel dafür. Der Staat unterstützt finanziell beispielsweise nur Wallboxen mit OCPP. Gleiches gilt zum Beispiel in Griechenland oder Luxemburg. Also achte beim Kauf einer Wallbox darauf, ob deine Ladestation OCPP-konform ist. Sonst entgeht dir möglicherweise die eine oder andere Förderung. Vorteil Nummer 4. Im Gegensatz zu Wallboxen, die nicht OCPP-konform sind, entsprechen Wallboxen mit OCPP meist den lokalen Vorschriften. Denn in einigen Fällen bist du verpflichtet, deine Wallbox an einen OCPP-Service des örtlichen Stromversorgers anzuschließen. Beispielsweise hat das Vereinigte Königreich 2019 intelligente Ladestationen mit OCPP oder anderen Kommunikationsstandards für alle neuen Ladestationen vorgeschrieben. Auch im deutschen Sprachraum fordern immer mehr Energieversorger OCPP. Übrigens, solange das Managementsystem der Wallbox und die Hardware zum Laden des Elektrofahrzeugs dieselbe OCPP-Version unterstützt, ist es möglich, eine Verbindung zwischen jeder OCPP-Hard- und Software herzustellen. Die am häufigsten verwendete Version ist OCPP 1.6 JSON und erlaubt dir unter anderem Smart Charging. Unsere GoE-Charger sind mit OCPP 1.6 ausgestattet. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Wenn du Fragen hast, kommentiere einfach unterhalb des Videos oder besuche uns unter goe.com. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Tim von GoE.